Seelen von Stephanie Meyer. Planet Erde, irgendwann in der Zukunft. Fast die gesamte Menschheit ist von sogenannten Seelen besetzt. Diese nisten sich in die menschlichen Körper ein und übernehmen sie vollständig. Nur wenige Menschen leisten noch Widerstand und überleben in den Bergen, Wüsten und Wäldern. Eine von ihnen ist Melanie. Als sie schließlich doch gefasst wird, wehrt sie sich mit aller Kraft dagegen, aus ihrem Körper verdrängt zu werden, und teilt ihn fortan, notgedrungen, mit der Seele Wanda. Verzweifelt kämpft sie darum, ihren geliebten Jared wiederzufinden, der sich mit anderen Rebellen in der Wüste versteckt hält. Und im Bann von Melanies leidenschaftlichen Gefühlen und Erinnerungen sehnt sich auch Wanda mehr und mehr nach Jared, den sie nie getroffen hat, bis sie sich in ihn verliebt. Seelen ist im August 2008 erschienen, hat 864 Seiten und heißt im Original The Host, also der Wirt. Gebunden kostet das Ganze 24,90 Euro und als Hörbuch 29,95 Euro. Zunächst einmal sollte gesagt werden, dass diese Zusammenfassung bis auf den letzten Satz gerade mal die ersten 100 Seiten abdeckt. Melanies kleiner Bruder Jamie wird nicht einmal erwähnt, obwohl er eine sehr wichtige Rolle hat. Daher erläutere ich nochmal kurz, was noch passiert. Also, Melanie und Wanda machen sich auf die Suche nach Jared und Jamie. Dabei treffen sie auf eine Widerstandszelle mit den Menschen, die den Suchern entkommen sind. Dort treffen sie, logischerweise, auf großen Hass, besonders von Jareds Seite, weil natürlich niemand glaubt, dass Melanie noch in Wandas Körper lebt. Die ganze Situation ist für die beiden nicht nur unangenehm, sondern auch lebensgefährlich, da einige der Menschen Wanda nach dem Leben trachten. Ich mag das Buch einfach unheimlich. Es ist tausendmal besser strukturiert als Twilight, hat aber trotzdem Stephanie Meyers mitreißende Schreibweise. Die ersten ca. 150 Seiten ziehen sich leider etwas, da es dort hauptsächlich um Charaktereinführung und Erläuterung der Lebenssituation von Menschen und Seelen geht. Das ist aber nur beim ersten Mal lesen so. Ich bitte euch daher darum, das Buch nicht vor Seite 200 abzubrechen. Ihr würdet es echt bereuen. Das ganze Buch ist einfach mega spannend. Es bleibt auch die komplette Zeit spannend, wenn man einmal über Seite 200 hinaus ist. Aber selbst trotz dieses langsamen Beginns finde ich das Buch sehr viel besser als Twilight. Denn dort geht es wirklich nur um die Liebe und es ist sehr vorhersehbar. Bei Seelen dagegen geht es um so viel mehr. Um Moralvorstellungen, um Freundschaft, Loyalität und Mutterschaft. Natürlich auch um Liebe, aber eben nicht nur. Auch ist es sehr interessant, die Menschen mal aus der Sicht eines Außerirdischen zu sehen. Das ist ein Blickwinkel, den man sonst nicht so hat. Außerdem ist das Buch keineswegs vorhersehbar. Das Ende kam für mich wirklich überraschend, was ich nicht gedacht hätte. Alles in allem ist das Buch einfach nur genial. Wenn man einmal in seinem Bann ist, dann kommt man auch nicht mehr davon los. Okay, das Hörbuch. Ich muss sagen, ich kann einfach nicht glauben, dass sie so ein Hörbuch gemacht haben. Von Ulrike Grote mal ganz abgesehen, sie haben einfach so viel rausgenommen. Es ist eine Schande, eine Verschändelung dieses Buches. Es sind ganze Charaktere, Kapitel, Szenen, alles rausgestrichen worden. Nehmen wir nur mal diese süße, traurige Liebesgeschichte zwischen Wes und Lily oder die Erinnerungen von Melanie an Jared zu Beginn des Buches. Das geht absolut gar nicht. Das ist auch der Grund, warum ich begonnen habe, ein ungekürztes Hörbuch von Seelen zu machen. Den ersten Part findet ihr in den Videoinformationen.